Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3. Wir sind wieder dabei. In der unteren Siedlung geht's heute weiter. Nachdem wir beim letzten Mal das erste Level erfolgreich geschlagen haben, stürzen wir uns heute direkt in die Partei der Untotensiedlung und werden mal ein bisschen aufräumen. Können wir hier runterfallen, um Schaden zu bekommen? Wahrscheinlich. Ja. 10 von 10. Safe. Lass mal ein paar Hunde wegdotzen. Wenn sie auf mich zu ignorieren, bitte. Köderschädel kennen wir aus Dark Souls 1. Ziehen Gegner an und deswegen waren die gerade... waren die gerade nicht so auf mich fixiert. Sehr gut. Heimerknochen nehmen wir mit. Und hier ist noch ein Freund. Hier liegen ganz viele Tote. Aber einer ist nicht tot. Moin. Stop crying, you. Oh, then it's true. A champion of Ash, as I live and breathe. To be in your presence is a great honor. I am Yol of Londor, a pilgrim, as you can see, only somehow I failed to die as was ordained. Well, perhaps my calling lies elsewhere. Say, Champion of Ash, how does the idea of taking me into your service strike you? I was once a sorcerer. Surely I can be of use. Okay. Oh, I am honored, truly. I should be dead, yet you have granted me purpose anew. I, Yol of Londor, do solemnly swear myself to you. Alrighty then, alrighty. Wir werden ihn bald wiedersehen und er wird uns gute Dienste leisten. Aber vorher gehen wir dahin. Das sieht sehr spannend aus. Die Bruchbude kann ja nur gut sein. Ja, moin. Das Zeug ist schon mal auf, ist ja nett. Okay, hallo. Na, Grüßchen. Ja, ich würde gerne mal hier durch. Hallo. Die. Hallo. Können Sie bitte mal eventuell weggehen? Danke. Leuchtferio. Angezündet. Drangesetzt. Resettet. Weiter geht's. Ist hier eigentlich noch irgendwas? Nein. Okay, cool. Weiter geht's, Leute. Weiter geht's. Look at this beautiful view. It is just beautiful. Look at this. Die werden wir hingehen. Ja, moin, Meister. Ja, moin. Aua. Okay, das war vielleicht ein bisschen, nennen wir es ungestüm. Könnt ihr es auch einfach dumm nennen. Aber das machen wir nicht. Kleiner Lederschild. Geil, den hätte ich gerne. Dankeschön. Der ist nämlich super sweet. Wiegt eigentlich mehr als mein letzter. Ja, aber das ist nicht so schlimm. Dafür ist er ja auch, schick. Ne? Hallo, guten Abend. Sie wollen hier wohl Leuten auflauern. Das finde ich nicht gut. Gehen Sie bitte in den Tod hinein. So, hier ist was Wichtiges. Excuse moi. Danke. Und hier ist ein kleiner Überfäller. Nein. Nein, habe ich gesagt. Also bitte. Harry works every time. Jammer hier mal nicht rum. Wir sind ja hier schließlich nicht bei Jammershausen. Hier in Dark Souls. Und da muss man auch mal ein bisschen die Arschbacken zusammenkneifen, nicht wahr? Gutes Erz. Sehr gut. Das bringt Schmerz für die Gegner. Hier ist eine Falle. Und da ist ein Gegner, der mich in die Falle lockern will. Finde ich nicht gut. Deswegen lassen wir das einfach mal. Hier ist gleich noch einer. Ah, es ist so schön, wenn man das Spiel kennt und sich den Fallen entziehen kann. Sehr, sehr gut. So, dann mal ein Schlückchen nehmen. Lecker, lecker, lecker. Und jetzt wird es nochmal ein bisschen spannend. Haben wir Bomben? Ja, das ist ja Bombe. So, dann nehmen wir erstmal den Knochen von Loretta. Ihr wisst ja hoffentlich alle, wer Loretta ist. Die Geliebte von unserem kleinen Diebesboy. Dann tun wir erstmal so, als wären wir friedlich und sind es halt doch nicht. Catch! Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war.
glaube, ich habe das Prinzip von Pokébällen aber nicht richtig verstanden. Hm, I don't know. Dann werden wir erstmal hier den Kollegen mal zeigen, dass das so nicht geht, Freunde. Also so nicht. Okay, alright. Hey, oh. How about... No. How about I take this? Thanks. How about I take this? Thanks. How about I roll down here? Thanks. Hallo, Abend. How about I parry you? Deine Umarmungen sind mir ein bisschen zu heiß, Lady. Vierzackiger Flug. Sehr schön. Was haben wir hier? Eine leckere Brandbombe. Deliziös, deliziös, muss man sagen. Und jetzt zeigen wir euch mal hier, wie das funktioniert, Freunde. Zack und weg. Hasta la vista. Mista, schmista. Aua, okay, das war ein bisschen voreilig. Kann ich nochmal eine Chance haben, bitte? Kann ich nochmal ein bisschen meine Axt in deinen Körper stoßen? Das wäre sehr nett. Und das funktioniert wirklich nicht. Nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. Hast du ihn zurückerhalten? Dankeschön. Ah! Ja, einfach rein. In die Wiese rein! Heißt auf alles einfach draufhauen. Hier wird es nochmal ein bisschen lustig. Wenn man den lustig so definieren kann. Wie es gleich definiert wird. Hallo? Also, excuse moi! Excuse moi! Also, bitte jetzt beruhigen Sie sich, der Herr! Ganz ruhig! War das hier nicht vorgesehen. Noch mehr Freunde, die sich hier ein bisschen ausruhen im Heu. Ein Bett im Kornfeld, das ist immer frei, sage ich immer, Leute. Ein Bett im Kornfeld, das ist immer frei. Was ist denn schon dabei? So, hier fällt gleich einer, ja, der denkt sich hier, er ist ein super krasser Boy und dann kann ich einfach runter springen und alles reißen. Aber das Einzige, was hier gerissen wird, ist sein Körper. N2. Oh, mein kleines. Oh, lecker, lecker, lecker. Der leckere kleine Deutsche Nightshare, aber das finde ich gut. Das kann ich mir mal gönnen. Oh, geil. Ja, schön hier die Tür aufpressen. So, was haben wir hier? Schönes Acastius-Schild. Das ist zwar scheiße, aber besser als nichts, ne? Eurio! Okay. Eine Sorge weniger, in dem Fall. Ey, was soll denn das? Nein, nein, nein. Alter, das war E-Matrix-Rolle. So to speak. Hallöchen. Ich wusste, dass hier noch irgendwas war. Au, das hat wehgetan. Bitte unterlassen Sie dies. Ich stell mich hier in die Ecke, da kann mir nichts passieren. I know that. Because I know that. Die! Dafür, dass du dich mit mir angelegt hast, sollst du büßen mit deinem Leben. Na, Bent! Can you please? Oh, what? Da war eine sogenannte Wand. Entschuldigung. Hören Sie bitte auf damit. Alter, komm her! Gib mir deinen Hut! Schade. Ich hätte gerne den Hut von denen. Der Hut von denen ist nämlich super. Eine Banane disappeared. Ist eine Banane. The grand thing carries a cage. He ever has his cage. And Nana's never coming back. So come into the cage and become Nana's shade. Okay, don't the freak know what this means? Aber ich weiß, was er damit sagen möchte. Geh in den Käfig der Nana und dann passieren wundervolle Dinge. Käfigtaxi. Der neue, das ist die Dark Souls Version von Uber. Ja, gemütlich. Wir kriegen noch mal ein bisschen frische Luft. Ja. Ein bisschen Vitamin D. Und dann wird hier ganz gemütlich rumgewandert.
Das ist ja nett. Jesus Christ! Das ist ungemütlich. Hangover 4. Würde ich sagen. Ja, moin! Wo ist der Tiger in meinem Hotelzimmer? Ach nein, falscher Teil. So, guten Abend, der Herr oder die Dame. Oh, schön hier, ne? Ja, schön. Stylisch auf jeden Fall. Sehr stylisch. Hallöchen, Popöchen. Ich nehme erstmal das Item, wenn Sie nichts dagegen haben. Danke. Kriegsgott Holzschild. Das glaubst du doch selber nicht. Ja, moin. Well, what's up? This pit is for hollows, not for the likes of you, sane folk. Das ist ja unfreundlich. Or perhaps you are a hollow, posing as otherwise? Ja, also, klar. Oh. Yes, yes, then we are just fine. It's important to know who you are. But we'll all be mad soon enough. And should you be undead, well, all the more so. Oh, okay. Beware, the shackles of the gods are fragile. You might need this. Etch it on your heart if you feel your sanity slipping. Okay. Come here to pile up your victims, for that will form your anchor. You'll see when you go mad. They'll be your family. Well, you are clearly mad. You'll go mad one day, but not today. Take my advice. Use this bone and leave this place. Well, alrighty then. This pit is for hollows. And for the occasional madman fond of piling up victims. You've better things to do, I'd hope. Well, yes. I have to save the world, though. Then, Hello, mate. Ich hab was für dich. Oh, hello, you're back. Back in one piece. Well, now it's time I do my part. Whatever trinket you need, speak up. Just don't ask me where I got them. Oh. ja, was hast du denn schön? Was hast du? Oh, Langschwert ist natürlich eine super Sache. Streitkolben ist fantastisch. Nehme ich aber alles. Oh, look at this. Aber wir sind ja noch jung und wunderschön, deswegen brauche ich das erstmal nicht. Und das brauchen wir natürlich. Eine leichte Armbrust. Sehr schön. Dafür brauchen wir noch mal ein paar... solide Bolzen. 12. Na gut, okay. Kann ich bei dir Sachen verkaufen? Dann verkaufe ich mal bei dir davon ein paar. Und, ja, okay, komm. Was soll der Geiz? Ne, kennt man ja nicht anders. Oder haben wir schon Bolzen? I don't know. Ist mir auch egal. Und ich habe hier noch ein bisschen was für dich. Heavens. She was already dead. Yes. Thank you. I'm not surprised, though. Almost a relief, really. You can keep the ring. As... well... a little trinket of thanks, I suppose. Okay! You can keep the ring as... goodbye. And stay safe. Oh, this place is a bore. What good is thievery if you've nowhere to go? Heavens, she was already dead. Ja, wen haben wir denn da? Hallo? Oh, our champion of Ash. Yes. Welcome home. This pilgrim, with a debt in death, hardly deserves to behold this divine flame. And I never would have, had you not taken me into your service. I thank you dearly for this, and assure you of my leal service. Okay, warte, shall we begin? Yes, please. Bearer of the dark sign, let your true strength shine. Bearer of the Dark Sign. Das kenne ich doch irgendwo her. Kommt mir bekannt vor.
Was hast du denn Schönes? Ah, Sorcery, alles klar, aber ich bin ja ein Mann. Beziehungsweise eine Frau, eine Dame, eine Lady des heiligen Glaubens. Hallo, du bist immer noch da. Und deswegen brauche ich jetzt nicht unbedingt Sorcery, würde ich sagen. So, jetzt aber mal zurück. Hallo. I'm letting myself in, shall I? Hello. It looks very suspicious in here. And can I maybe take these? Jesus. Beruhigen Sie sich bitte. So, hier wird es gleich nochmal ein bisschen funny frisch. Ah, ja. Like I said. Gib mir bitte eure coole Mütze. Oder auch nicht, danke. Oh, jetzt mal ganz easy an dieser Stelle. Aua. Bitte beruhigen Sie sich doch mal. God freaking damn it. Habe ihnen doch nichts getan. Mein lieber Freund. Übrigens noch mehr davon. Hallöchen. Die erkennt man übrigens ganz gut daran, dass sie sich von den anderen abheben. Und man sie anvisivieren. Es ist Gnasen. So, ein Geheimgang mit einer Belohnung am Ende. Gefällt mir immer gut. Eine Segel des unbekannten Reisenden nehme ich gerne entgegen. Was haben wir noch Schönes? Hallöchen, Freunde. Gibt es hier was im Sonderangebot oder warum steht ihr hier alle? Und schaut in Richtung Himmel. Ist dort die Erlösung vielleicht? Da ist auf jeden Fall noch eine Lady. Abend. Oh, hey. Oh, ho. Was hab ich mich denn hier reinmanövriert schon wieder? Nichts Gutes. Eine Peitsche. Sehr schön. Ich würde gerne viel mehr Peitschen benutzen in Dark Souls, aber die meisten sind einfach not worth, Freunde. Einfach not worth. Nein. Au, 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 au. Ich würde sagen, du schlägst nicht mit deinem Hammer zu und er schlug mit seinem Hammer zu. Das lief dann also nicht so gut. Kleine Titanic-Scherbe. Sehr gut. Kann ich sehr gut gebrauchen. Für meine nächste Wappe. Oh, Hit. Lady, bitte nicht so aggressive hier an dieser Stelle. Das möchte ich doch gerne vermeiden. How about no? Was machen wir bloß mit dir? How about you stop that? God damn. God damn, Lady. God damn. Bam, Alter. Gesmashed. Sehr schön. Da deine Scherbe, nehme ich gerne. Hast du noch irgendwas? Oh, die Missionarsraube. Sehr schön, aber leider brauche ich die überhaupt nicht. So. Hier ist noch ein Kieferino, der auf uns wartet. Kieferino! Lizardo! Besser gesagt. Scharfer Edelstein, sehr gut. Bräuchte ich, wenn ich mit Geschicklichkeit spielen würde, was ich aber nicht tue. Also. Ja. Okay. Setzen wir uns mal ins Feuer. Ruhen uns aus. Mal die müden Füße ein wenig nach oben legen. Angenehm. Und dann schmeißen wir uns erstmal eine leckere Glut rein. Denn hier kommt gleich ein Freund des Hauses. Like, I want to... Whoa, what? Excuse me? Vielleicht war kannst du denn parryen. Okay. But we'll all be mad soon enough. Du musst nur einen Drachen verjagen. Und schon kriegt man eine große Titanite-Scherbe und die wahrscheinlich beste Waffe. Nein, nicht diese. Die wahrscheinlich beste Waffe aus Dark Souls 1. Das Claymore! Freunde, das Claymore ist einfach eine Waffe. Der Götter. Wo ist es denn da? Ich kann es nicht mehr benutzen. Ich brauche 13 Geschicklichkeit und ich habe nicht 13 Geschicklichkeit. Aber es ist so eine gute Waffe, dass ich, ja. Oh, hello, who are you, fella? Unkindled, are we? And fast on the trail of the Lord's absconded? Then these red eyes are for you. Oh.
Use them to pillage embers and briefly heighten your strength for your duty. What else are unkindled ashes good for? Oh, okay. Pillage. What else are... Okay. Der gibt mir noch was Schönes. Hallo. Sobald ich dies getan habe. Sein Ende. Finster Geist. Du bist nicht sehr geistreich gewesen. Mr. Finster Geist. So, dann wollen wir doch mal... Wollen wir doch mal gucken, was uns hier noch so auf dem Weg begegnet. Bis auf den Dicken da hinten. Der begegnet uns ja garantiert. Dann werden wir ja keine Wahl haben. Obwohl... Ich gehe mal ganz kurz an dir vorbei. Du folgst mir ja hier bestimmt nicht nach. Dann warten wir mal hier ganz kurz. Doobidoo. What the frick? Okay. Hello again. Ich sag einfach Hello again. Und ich möchte da einfach rüberspringen. Und das einsammeln. Und dann möchte ich nochmal rüberspringen. Und... Wow. Oh ja, nein. Ja, okay. Uiuiui. Hier wird aber aufgeräumt nach allen Regeln der Kunst. Und ich hoffe mal, ich werde hier nicht aufgeräumt. Das möchte ich doch. Au, am liebsten vermeiden. Das tat weh. Hello again. Da war ein... Oh, die Asche brauche ich. Oh, das sah schmerzhaft aus. Kleriker-Sachen, nett, au. Ja, ciao, ne? Ich bin da mal weg, sozusagen. Ja, ich gehe jetzt mal wieder zurück. Und gehe jetzt mal woanders lang. Bitte treffen Sie mich nicht mit Ihren riesigen Pfeilen. Denn die sind sehr schmerzhaft, muss ich sagen. Die sind doch 10 von 10 schmerzhaft. Au. Ah, there you are. I was thinking... You know I'm a petty thief. Well, perhaps I'll go on the prowl. Everyone's dead or hollowed away anyway, right? So I might as well fetch some weapons or treasure for you. Yeah, aber bitte doch. What do you say? Aber sehr gerne. Thank you. You will not be disappointed. Das will ich hoffen. Grey Rat the Thief was once a well-known name. Until I ended up rotting in a cell. Ja, das war nicht deine kleine Stunde, würde ich sagen. Goodbye. So, meine Dame, ich hab was für dich. Schattenasche geben, Asche eines Bestatters. Gracious, passing fine ash thou hast given. Let this ash bestow nourishment. I only hope these new wares content thee. Ja, das will ich auch hoffen. Das will ich auch hoffen, meine Dame. Was hast du denn? Kühlerschädel sind auf jeden Fall neu. Den Grabschlüssel brauche ich. Der ist neu. Ja, sonst, ne? Weißt du selber, ja? Open the door! Please! Nebel. Geil. Aber wir müssen tatsächlich in die andere Richtung, denn dort wartet Libos auf uns. Hello.
Die Büs? Die Boss? Wo sind Sie? Hallo? Herr Bossmann? Bitte, bitte zeigen Sie sich. Hallo, Herr Bossmann? Hallo, Mr. Bossman? Oh, hallo. Euch wollte ich gerne nicht entgegentreten. Sondern ihm! Zack! For your weapon! Schön. Aufs Gewicht. Oh, Hilfe. Oh, Hilfe. Das sah dezent schmerzhaft aus. Ups. Die Waffe ist. What the fuck is happening? Das war viel zu früh. Du gehst nie so früh in diese Phase. Holy motherfucking Sneedledy-Doodle. Warum ist das schon so früh in dieser Phase? Das ist so weird. Fire in the hole! Oder besser gesagt, fire on the balls. In deinem Fall. Tat das weh, hm? Tat das weh? Waren das Schmerzen? Ja, genau das. Genau das dachte ich mir. Excuse moi. Okay. Alright. I'm not impressed actually. Not at all. So. Jetzt gibt's nochmal ein bisschen Feuer Action. They call me the Fire Lord. With a claymore in my hand. Woo! Hey! And he's spinning right round. When I go down. Kannst du dich mal bitte nicht umdrehen? Ganz kurz Feuer auf mein Schwert machen. Solide. Und dann mal ganz kurz hier. Zack! Dich auf jemanden zu legen ist jetzt nicht die feine Art, ne? Da klopfe ich dir doch mal lieber aufs Säckchen. Zack! Flugverderbtes Großholz. Das war's mit dir. Ende Gelände. Wandlungsofen, Seele des Flugs Alles klar, Leute. Ihr wisst, was ich meine. Schwert sieht mit dem Feuereffekt so geil aus. Übrigens, da ist der Typ, den wir erledigt haben. Er ist, wie soll man das sagen? Naja, tot. Und ich würde sagen, das war's auch erstmal für diesen Part. Der war relativ lang. Ich habe ihn hoffentlich gut runtergeschnitten. Beim nächsten Mal geht es in diesem Gebiet noch ein kleines Stückchen weiter. Und vielleicht, aber wahrscheinlich nicht, aber vielleicht schnappen wir uns den nächsten Boss. Auf jeden Fall kommt ein Zwischenboss. Freut euch darauf. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank, dass ihr mich auf dieser Reise begleitet. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao.